herzlich willkommen zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Österreich, das jetzt Österreich-Ungarn ist, schon seit einiger Zeit. Ich habe mir gerade eben, bevor ich gestartet habe, meine Situation genauer angesehen. Ich meine, eigentlich habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich bin Erster, also eigentlich habe ich nicht wirklich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich bin Erster geworden, aber es ist Deutschland gegründet worden und Italien auch. Ich meine, Italien ist mal grundsätzlich weniger wichtig als Deutschland, aber dass Deutschland gegründet wurde, war eher unangenehm, finde ich. Daher habe ich mir überlegt, als Ziel für die letzten paar Monate, für die letzten paar Jahre, die ich jetzt spiele, also ich habe noch 25 oder 24 Jahre circa, werde ich versuchen, Deutschland wieder in seine Einzelstaaten zu zerlegen. Und das Wichtigste wäre dafür natürlich zunächst einmal, dass wir Preußen gründen könnten wieder. Der Rest zerfällt dann hoffentlich eh von alleine. Gut. Ja, gesagt, getan. Das ist das, was wir machen wollten. Schauen wir mal, ob wir es auch schaffen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Vielleicht irgendeinen Kriegsgrund gegen Deutschland versuchen zu kriegen. Also sie sind verbündet mit Großbritannien, Skandinavien und dem Osmanischen Reich. Und ich wage zu bezweifeln, dass Frankreich auf meiner Seite einsteigt. Uns die Diplomatie anschauen. Wir sind derzeit verbündet mit Großbritannien, Frankreich, USA, Japan. Ich meine, das sind alles wunderschöne Länder, die einem sicher helfen könnten. Ich wage zu bezweifeln, dass sie zu Hilfe kommen, wenn ich sowas plane. Belgien, die sind eher ein Hindernis. Spanien, Wallonien, Wallonie, Baden und Bayern natürlich, Sachsen und Württemberg, Griechenland. Ich habe einen Wahnsinnshaufen an Verbündeten, sehe ich da gerade. Jemen, China, China? Okay. Argentinien ist wurscht, Bolivien, Brasilien genauso. Kolumbien, Ecuador und Peru auch. Also die ganzen südamerikanischen Verbündeten kann man wohl vergessen. Großbritannien wird sicher nicht helfen, weil Großbritannien ist auch verbündet mit Deutschland. Kann allerdings sein, dass sie sich aus dem Krieg raushalten mit etwas Glück. Netterweise ist Italien nicht mit Deutschland verbündet. Das heißt, wir müssen uns an die Südgrenze nur an das Osmanische Reich halten. Naja, wurscht. Wir machen mal Pause weg. Und lassen mal geschehen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie zufällig was Brauchbares. Schifftechnisch sind wir jetzt noch ein bisschen besser. Schon. Aber eigentlich nicht wirklich. Warte mal. Verheiratete Frauen wollen eigenes... da geht es darum, dass verheiratete Frauen ihr Eigentum behalten wollen. Ein persönliches Eigentum behalten wollen. Diese Kampagne für grundlegende Menschenrechte muss auf nationaler Ebene gehoben werden. Wir erhöhen das Bewusstsein um 2% mehr Liberale. Oder wir holen nur das Bewusstsein in Lombardei und 20% Liberale in der Lombardei. Machen wir das. Ist zwar weniger Bewusstsein insgesamt, aber wer braucht das schon? Wir sind eh schon relativ großartig jetzt. So. Noch ein General. Ja, wie ihr gesehen habt, wir bauen da gerade einen Haufen Panzer. Diese Panzer verteilen wir jetzt auf die einzelnen
gesetzlose Frauenrechtlerinnen, 4 zerbrochene Fenster, versuchte Brandstiftung, Angriff auf 2 Polizeibeamte. Die Polizisten wurden nicht verletzt, aber mit Sicherheit ihr Stolz. Warum in aller Welt haben sie so etwas getan? Eine gute Frage. Ein militanter Flügel der österreich-ungarischen Frauenrechtsbewegung. Die gehen mich aber jetzt schon ganz langsam an. Was? Die erhöhen die Militanz und das Bewusstsein. Na, aber nur in Panama. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein Sack Reis umfällt. So, du gehst daher. Yes! Unsere erste Panzerbrigade. So, warte mal, der geht daher. Yay! Und unser diplomatischer Einfluss steigt auch weiter. War das das verbrannt im Handel, gell? Staatliche Einmischung. Gut, was machen wir als nächstes? Marine, Armee, Armee geht nichts mehr. Marine, Industrie geht zurzeit auch nichts, also Marine oder Handel. Da die zwei Sachen brauchen wir erst gar nicht machen, weil wir sind sowieso noch am Bauen von Marinestützpunkten, da brauche ich nicht Neues machen. Machen wir das, dass die Flotten schneller gebaut werden. Außerdem geht das sicher schnell. Ja, bis 10. Februar, das dauert 3 Monate. So, da gehen wir als nächstes hin. Dann haben wir mal die ganzen So, schauen wir mal. Ha, wir können auch da was machen. Wir machen Arbeitslosenhilfe niedriger. Das macht uns attraktiver für Einwanderer. Beziehungsweise eigentlich macht es uns unattraktiver für es macht uns attraktiver für potenzielle Auswanderer, sagen wir es mal so. Weil Einwanderer kriegen wir so oder so nicht, weil wir nicht amerikanisch sind. Das ist ein bisschen seltsam. Selbst wenn man noch so ein gutes System hat in dem Spiel, ist es eigentlich nicht wirklich möglich. Ist es eigentlich nicht wirklich möglich, da ein toter General. Na, schauen wir mal. Ein paar neue Generäle haben wir ja in letzter Zeit eh rekrutiert. Aber es sind lauter Schwammeln irgendwie. Was ist da los? Ah, der ist okay. Noch ein General dazu. Katz- und Maus-Gesetz. Und schon wieder die... erhöhen wir das Bewusstsein natürlich. Ach weh. So, 49, 45, 48 kann man nichts machen. So, gehen wir hin nach Wien. Oh. Es ist mühsamer, diese Truppen zusammen zu finden, zu bauen, als man denken würde.
die Schweizer Grenze mit dir. Die sind sowieso nicht gut zu sprechen auf uns. Ja, soll sein. Wir haben jetzt mehr Sozialisten, mehr Liberale wieder. Okay. Zentralisierte Wirtschaftsplanung, was das wohl kann, Fabrikskosten sinken. Na, das ist einmal schön. Als Anfang des 20. Jahrhunderts radikalere ideologische Alternativen zur liberalen Demokratie an die Macht kamen, bot sich die Gelegenheit, die auf der staatlichen Leitung wirtschaftlicher Aktivitäten basierende Wirtschaftsorganisation, die mit dem relativen Erfolg oder Scheitern traditioneller Wirtschaftsstrukturen verglichen werden konnte, neu zu strukturieren. Solche zentralisierten Wirtschaftsplanungsprogramme, derer sich sowohl kommunistische als auch faschistische Regimes bedienten, erzielten oft dramatische Anfangserfolge bei der Reduzierung der Arbeitslosigkeit, der Produktionssteigerung von Industriegütern und der Beseitigung des gesellschaftlichen Konflikts zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, was die Regimes dann als Überlegenheit ihrer Systeme den Freihandelssystemen gegenüber propagierten. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten dieser Gesellschaften waren oft sehr hoch und der Widerspruch gegen staatliche Kontrolle schuf Potenzial für brutale Unterdrückungen. Der Außenwelt, die von den negativen Konsequenzen dieser Pläne nicht viel mitbekam, erschienen sie als funktionsfähige Alternativen zu den Freihandelssystemen, die den Wirtschaftstheorien des 19. Jahrhunderts ihren Stempel aufgedrückt hatten. Na gut, wir gehen wieder zurück in den Protektionismus. Herrschaften, das kennen wir ja jetzt eh schon zur Genüge. Das ist ja etwas, was zurzeit auch wieder entsteht, wenn man sich das genauer anschaut. So, du gehst einmal nach Ungarn. So, an der Schweizer Grenze haben wir jetzt die Panzer. Jetzt wollen wir dann gleich die, als nächstes die Italiener schocken mit den Panzern. Oder zuerst die Russen. So, na, gehen wir mal da nach Italien. Daher. Noch eine Panzer-Ding, die ich. Ah, ich denke, wird durchaus Oberhaus Gehör finden. Ich denke, die Sache, bla 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 bla. Ach, nehmen wir das. Der geht gerade nach Gehör, der kann aber auch genauso gut daher gehen. Und das daher. Geschützte Kreuzer. Wir können jetzt Kreuzer bauen. Hurra! Nein, können wir nicht. Weil wir. Oh, und wir bauen die Schiffe schneller. Weil wir noch keine. Häfen der Stufe 4 haben. Na gut, aber an denen bauen wir ja. So, warte mal, wo schicken wir den hin? Den schicken wir mal da runter. Dann sind wir da im Brescia angekommen.
Dann sind wir da in Sinch angekommen. Und dann haben wir das gebaut, supi. So, dann machen wir da weiter einfach. Oder da. Organisation oder Statistik. Reichweite brauchen wir eigentlich nicht wirklich verbessern. Weil wirklich viel weiter kommen wir jetzt eh nicht mehr. So. Ein General dazu. Wir werfen ihn ins Gefängnis. Wir richten keine Leute hin. So, mein guter Mann, du gehst nach Mitrovica. Du gehst nach Lemberg. Nach Regime irgendwas, bla bla bla. Du gehst nach darüber. Der Untergang des Abendlandes. Na, das nenne ich mal einen Dings, das nenne ich mal eine große Entdeckung. Die Kombination der dramatischen sozialen und wirtschaftlichen und politischen Transformationen des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung und den Schrecken der Vernichtungskriege des Industriezeitalters führte bei vielen Intellektuellen zu einer Bewusstseinskrise. Ja, das kann ich mir vorstellen. Leute, die an Friede, Freude, Eierkuchen gedacht haben und dann haben sie den Ersten Weltkrieg erlebt. Das ist der Grund Ach Gott, nicht Bildhauer, Maler. Meine Güte, wieso fällt mir Bildhauer, aber nicht Maler ein? Für so Maler wie Oskar Kokoschka und Egon Schiele. Oswald Spengler begann im Jahr 1911 mit der Arbeit an seinem Werk Der Untergang des Abendlandes. Als die neuen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kräfte die fortschrittlichen Industriegesellschaften in ihren Grundfesten erschütterten. Spengler schloss daraus, dass das, was diesen Gesellschaften widerfuhr, Teil des natürlichen Zyklus von Zivilisationen sei, bestehend aus Aufstieg, Blütezeit, Abstieg und schließlich Zusammenbruch. Naja, das heißt, wir sind mitten im Zusammenbruch. Naja, vielleicht sind wir noch im Abstieg, keine Ahnung. Eine direkte Herausforderung des viktorianischen Gedankens, dass die moderne Industriegesellschaft aufgrund der rationalen Fähigkeiten des Menschen fortwährend verbessert werden kann. Gut, also dieser Mann hat gemeint, es geht nicht immer bergauf. Ein durchaus kluger Mensch. Das Verlustgefühl und die Leere, die viele Weltkriegsveteranen nach dem Gemetzel spürten und nun folgerichtig die Werte und Vorstellungen in Frage stellten, die Nationen eigentlich erst zur Kriegsteilnahme bewogen hatten, wurde von der amerikanischen Autorin Gertrude Stein mit dem Ausdruck The Lost Generation geprägt, die von Spengler und Wolff entwickelten Niedergangs- und Verlustthematik sollte die kulturelle Landschaft des frühen 20. Jahrhunderts dominieren. Na gut, wir sind im Untergang, dem Untergang geweiht. Oder auch nicht. Also wir nicht, aber die Welt des frühen 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Gut, so, gehen wir hin. Wo fehlt uns noch was? Hier in Padua fehlt uns noch wer und in Venedig auch. Gut, warte mal, irgendwie schaut das so aus, als würden da keine Panzer mehr kommen. Suhai, Luxor, das sind lauter Leute, die... Okay, das heißt, wir haben in Europa fehlen uns wie viele Panzer? Eins.
Du gehst nach Dings und zwei Panzer fehlen uns in Europa. Haben wir eigentlich eh relativ gut hingekriegt, für das, dass ich mehr oder weniger blind auf Bild, Bild, Bild geklickt habe. Na gut, dann werden wir gleich diese zwei Panzer nachbauen noch, damit wir die nachher auch noch haben. Nicht in Afrika natürlich, sondern in Europa. Vorhin sind wir eher oben gebaut. Hey, wir können in Mittelamerika auch einen Panzer bauen. Das ist ja cool. Das ist gut sogar. Der kann nämlich dann gleich dort bleiben. Eins, zwei. Der kann eh nirgends hin. So gesehen wird er schon da bleiben, hoffe ich. Dann haben wir da doch gleich Panzer. Ah, Ding, Ding, klingt gut. Das klingt nach nur Schiff fertig geworden. Ah ja, Spaniens Meinung, das gefällt mir nicht. Drei Bewusstsein für die Liberalen, drei Militanz für die Konservativen. Nein, natürlich Bewusstsein für die Liberalen. Jo. Dann schauen wir wieder zur Diplomatie. Meinung senken. Venezuela Meinung steigern. Sachsen. Ah, Sachsen. Geht auf 2 runter. Chile. Ah, Chile haben wir jetzt auch. Können wir jetzt auch wieder beeinflussen. Machen wir es mit einem nur. Senken von Deutschland. Ich sollte es auch von Frankreich senken. Ah, Mist. Dumme Franzosen. Die wollen auch unbedingt nach Bayern rein. Was soll das? In Württemberg lassen sie alle in Frieden. Eh klar. Achso, aber warte mal. Du solltest vielleicht einmal daher gehen. Vierte Armee. Du gehst da runter gerade. Du solltest vielleicht daher gleich gehen. Dritte Armee. Du kannst gleich da weitergehen. Zweite Armee. Du kannst daher gehen und lässt dich abholen. Und die 5. Armee geht da runter. So, bauen wir da noch Panzer in Voy. Wohin geht denn der? Habe ich da noch irgendwas? Ah, da habe ich was vergessen. Gut. Der von Voy geht daher. Müsste ich gleich erscheinen. Hier in der Liste. Lang lebe Österreich. Fahrer, Fahrer. Ist jetzt eine Kolonie. Oh. Autarkie. Das klingt interessant. Autarkie ist vom altgriechischen Wort für Selbstständigkeit abgeleitet. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich muss mal kurz trinken. War die Autarkie das Ziel vieler Staaten, die der Ansicht waren, dass eine noch größere Abhängigkeit von der Weltwirtschaft, ihre nationale Unabhängigkeit oder die ideologischen Basis der ihrer Regimes bedrohen könnte. Und zur Erreichung von Autarkie erhoben solche Länder riesige Einfuhrzölle auf Überseeimporte, womit die Entwicklung einer lokalen Industrie begünstigt wurde, um die vormals importierten Güter vor Ort herzustellen. Auch der Außenhandel wurde stark eingeschränkt, um das nationale Einkommen zu schützen und zudem die Erforschung von Ersatzmaterialien für wichtige Rohmaterialien vorangetrieben, die nur auf dem Weltmarkt gekauft werden konnten. Vom wirtschaftspolitischen Standpunkt aus konnte die Autarkie eine Revision des Merkantilismus im Stil des 20. Jahrhunderts genannt werden. Genau das wollte ich gerade vorhin sagen. Merkantilistisch klingt das sehr stark.
obwohl sie überwiegend von kommunistischen und faschistischen Regimes angestrebt wurden, die alle oder zumindest die meisten Aspekte des kapitalistischen Wirtschaftsproduktionsmodells ablehnten, griffen selbst kapitalistische Nationen in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität auf Elemente der Autarkie zurück. Dies war besonders dann der Fall, wenn sie große Überseereiche kontrollierten und wichtige Rohstoffe aus ihren Kolonien erhielten. Auch das erinnert irgendwie an die heutige Zeit. Na gut. Unsere Darlehenszinsen sinken, was mir relativ egal ist, weil ich keine Darlehen brauche. So, du Armee gehst hierher. Gut, warte mal, die roten ja flott, wenn wir dafür brauchen. Schafft ihr schon wieder Frauen? Das gibt's ja wohl nicht. Militanz erhöhen oder Bewusstsein? Natürlich Bewusstsein. Ja, Mist. Es ist irgendwie irgendwo angekommen. Nö. Nö. Jo. Ach ja. Na, immerhin, wir sind schon auf 723 Kolonialmacht. Nicht schlecht. Ich hoffe, wenn wir dann der Aufstand der Massen, Kriegsermüdung sinkt um 25% und Pluralität steigt um 10%, was jetzt schon fast egal ist, weil ich glaube, ich bin bei der Pluralität eh schon auf Maximum, ja. Bin ich schon auf 200% gewesen. Der Schritt in Richtung der Einführung des universalen Wahlrechts als Grundlage zur Bestimmung des politischen Machtgefüges innerhalb der Gesellschaften führte zu steigenden Hoffnungen darauf, dass mit der Einführung der Demokratie die Probleme und Sorgen des Volks endlich gehört werden würden. Der resultierende vom Anwachsen politischer Parteien zur Einführung des Universalwahlrechts verursachte Faktionalismus legte schon bald die Einschränkungen der liberalen Demokratie als System zur Machtverteilung in der Gesellschaft offen. Besonders in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und politischer Missstände. Tja, in schwierigen Zeiten sind Diktatoren einfach flexibler, könnte man sagen. Dies führte vielfach dazu, dass sich die Menschen von den demokratischen Idealen stark enttäuscht zeigten und die Demokratie nicht mehr als das beste Regierungssystem ansehen. Auch hier willkommen 21. Jahrhundert. Nun setzte eine Suche nach potenziellen Alternativen ein, um das Leben aller effizienter und zu verbessern. Das im Jahr 1930 vom spanischen Intellektuellen José Ortega y Gasset veröffentlichte Werk »Der Aufstand der Massen« warnte vor der potenziellen Bedrohung der Ideale der liberalen Demokratie in ihren damaligen Beschränkungen und vor dem Potenzial der Massen, das politische Systeme zu überwältigen und es mit Alternativen zu ersetzen. Willkommen Kommunismus und Faschismus, die letztendlich die grundlegenden Prinzipien der klassischen liberalen Demokratie vernichten würden, sofern es der liberalen Demokratie nicht gelänge, sich selbst zu reformieren und die von der Massenpolitik geschaffenen Herausforderungen anzunehmen. Naja. Naja. So, was machen wir jetzt? Machen wir mal das da. Versorgungsreichweite erhöhen. Weil irgendwie was anderes brauchen wir eh nicht wirklich. Außerdem werden wir gleich einmal ein paar Dampftransporter bauen. Weil wir müssen ja unsere Transportflotten auf die größeren Armeen
Wie einstellen? So. Und schon wieder die Frauenrechtler. Ich schlage vor, dass die Kamera, ihr seht, so, wieder die das Bewusstsein. Ihr seht, das war zu dieser Zeit eigentlich relativ wichtig. Frauenrechte. So, irgendwas fehlt da. Ein Dragoner, naja. Machen wir das so. Und wir können wieder was verbessern. Sehr gut. Was machen wir? Zwölf Stunden Tag. Wow, Fabriksdurchsatz minus 10%. Machen wir lieber den niedrigen Lohn. So, ihr seht, durch das, dass wir jetzt so viel Truppen gebaut haben, geht unsere Geldleistung jetzt runter wieder. Wir werden vielleicht die Steuern wieder erhöhen auf 25 und auf 20% und da auf, rauf auf 50. Oder sollen wir die Zölle auf 0%? Lassen wir das auf 45 und gehen wir auf die Zölle auf plus minus 0. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir sind wieder im Plus. Panzerdrehtürme. Das erhöht unsere Schiffsstärke. Na gut. Herrschaften, wir haben unser Heer umgebaut. Wir haben etwa ein Jahr gespielt, ein bisschen weniger als ein Jahr. Und ich sage euch wieder, einen wunderschönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später dann.